Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jeder, der in der Werkstatt arbeitet und Sichtkreissäge, eine Schleifmaschine oder benutzt, weiß, dass da öfters sehr viel Staub entsteht. Hier im Hintergrund seht ihr meine derzeitige Absauganlage. Die ist gar nicht verkehrt, für die meisten Maschinen ist das auch vollkommen okay, aber ich will das Ganze ein bisschen optimieren. Darum geht es aber im heutigen Video nicht, deswegen würde es mich freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest, denn auch in Zukunft wird es ein Video geben, wie ich meine Absauganlage wirklich ein gutes Stück verbessere. Das wird auch ziemlich cool, aber jetzt ist es natürlich so, ich habe jetzt derzeit Staub in der Werkstatt und bei manchen Arbeiten ist es auch mit einer relativ guten Absauganlage so, dass halt eben Staub entsteht. Nehmen wir als Beispiel einfach mal hier diese Tischkreissäge. Wenn ihr einen normalen Schnitt macht, wo ihr das Ganze einfach in der Mitte auftrennt, funktioniert eine gute Absauganlage schon sehr, sehr gut an der Tischkreissäge. Es gibt aber ein paar Fälle, wenn ihr zum Beispiel ein Brett auf beiden Seiten oben und unten schneidet, dass dann dort auch Staub nach oben rausgeschmissen wird. Wenn ihr das Brett nur an der Seite, zum Beispiel so die Zahnstärke, runterschneidet, fliegt hier halt auch ziemlich viel Material nach links weg. Da kann die Absauganlage nicht so gut funktionieren, weil die Absauganlage ist ja hier im Prinzip hier unten drunter und nicht hier oben drauf. Derzeit ist es so, dass ich da oben einen kleinen Umluftfilter habe und der funktioniert auch tatsächlich schon relativ gut. Aber alles geht besser, ich habe da was Cooles und damit will ich mir heute noch mal ein bisschen mehr Abhilfe verschaffen. Das hier ist im Prinzip so das Kernelement, was wir für das heutige Projekt brauchen. Das ist ein altes Gebläse von einer Kühlanlage. Das heißt, die hat schon ziemlich Leistung und die drückt auch eigentlich schon ganz gut. Ich bin ehrlich, ich weiß noch nicht ganz genau, ob das Ding gut genug drückt. Wir hatten es mal laufen gehabt und da kommt schon ziemlich viel Luft bei rum. Wenn ihr das Ganze nachbauen möchtet und ihr euch ein Gebläse kaufen müsst, würde ich euch empfehlen, irgendwie eine Art Radiatorgebläse, so heißen sie, glaube ich, zu kaufen. Das sind die Teile mit den Lamellen. Ungefähr so wie bei der Lüftung beim Auto sehen die aus, nur halt in der Nummer größer. Die gibt es auch schon relativ günstig, wenn man es halt eben sich selbst bauen möchte. Die Filter werde ich euch ein bisschen später im Video zeigen. Als erstes muss ich mir jetzt mal für hier dieses schöne Gebläse einen Rahmen bauen. Und weil ich ja schon Interesse daran habe, dass das super stabil drin ist, werden wir aus dem Rahmen hier eine eigene Baugruppe draus machen. Das bedeutet, jetzt wird Massivholz genommen und wird erstmal zugerichtet. Abgerichtet, hergerichtet, zugeschnippelt.
Wahrscheinlich habt ihr schon gesehen, als ich das alles gehobelt habe, dass hier extrem viel Wurmbefall drin ist. Eventuell werde ich da später ein bisschen was machen, weiß ich jetzt aber nicht genau. Auf jeden Fall passt hier jetzt schon mal mein Gebläse drauf und viel mehr will ich jetzt auch gar nicht mal machen, denn jetzt muss ich mich erstmal um das grundsätzliche Gestell kümmern, denn hier wird auch später noch ein bisschen was dran passieren, damit wir das auch ganz entspannt anpassen können. Das passt sogar ganz gut. Ich habe hier noch eine Buchenbohle rumliegen. Ich weiß noch nicht genau, ob das für das gesamte Projekt, für das ganze Gestell ausreicht. Ich hoffe es auf jeden Fall mal. Und wenn hier schlussendlich ein Fehler im Holz drin ist, ist das auch nicht so ein Riesenproblem. Unsere ganzen Kanteln sind jetzt fertig gehobelt. Die haben jetzt ein Maß von 5 x 4 cm und die kann ich jetzt gleich auf Länge zuschneiden. Ein Riesenvorteil, der mir gerade wieder bewusst geworden ist, als ich hier die schöne Hobelmaschine benutzt habe, ist auf jeden Fall, dass man halt einfach mal mehr weghobeln kann auf einen Schlag. Die größere Hobelbreite ist tatsächlich nicht einmal so oft im Einsatz, sondern eher die Eigenschaft, dass man halt eben bei einem Schwung direkt mal 5 mm weghobeln kann, dass man bei allen Stücken auf einer in etwa gleichen Dicke ist. Weil wenn dann mal ein Stück dabei ist, das hatte ich früher öfters, als ich einen Tisch zum Beispiel gebaut habe und da dann eine Bohle dabei war, die zum Beispiel nur 1 mm zu dick war für die dicken Hobelmaschine, muss man das wieder rausziehen, nochmal alles neu hobeln und da hat man da meistens so einen kleinen Versatz gehabt, dass man alles nochmal hobeln musste. Das fällt halt hier weg. Die hat genügend Power, dass er auch mal 6-7 mm weghobeln kann und das ist ganz schön cool und deswegen mag ich das Teil hier sehr. Der nächste Schritt für mich ist es jetzt erst nochmal alles durchzuschauen, zu schauen, okay, welche Stücke sind am besten und dann nehme ich mir halt eben die passende Anzahl, wie ich es halt eben brauche, raus und lege die wieder auf einen eigenen Stapel und manchmal markiere ich sie halt eben so ein bisschen. Der riesengroße Nachteil ist es nämlich, wenn man jetzt zum Beispiel hier dieses lange Teil hier für ein kurzes Teil verschneidet und man dann ein Stück Holz quasi nicht mehr hat und man das nochmal alles nachholen muss, dass es erstmal super viel Zeit ist. Und der zweite große Faktor ist halt eben, dass die Maschine zwar genau ist, aber so 120% genau bekommt man es dann eigentlich nie, wie als wenn man alles in einem Gang hobelt. Deswegen schaue ich mir jetzt erst ganz genau an, was ich für was benutze. Und voilà, hier haben wir jetzt unsere ganzen Kanteln für den Rahmen. Nicht ganz alle Kanteln, zwei Stücke habe ich noch nicht auf Länge zugeschnitten, denn die werde ich erst auf Länge zuschneiden, wenn ich auch den äußeren Rahmen habe, denn das werde ich dann einfach dann am fertigen Rahmen ausmessen, wie groß das Ganze sein muss und werde das dann anpassen. Die Verbinder werde ich auch dieses Mal wieder mit der Langlochbohrmaschine machen und eine Sache habe ich jetzt für mich so ein bisschen rausgefunden, dass das mit der Langlochbohrmaschine bei einem Rahmen auch wirklich sehr, sehr schnell geht. Werde ich da einmal fix zeigen. Dazu lege ich mir erstmal die Teile so, wie ich es auch verbinden möchte, erstmal auf die Werkbank. Ich schaue auch hier schon, dass die schöne Seite außen ist, beziehungsweise die Sichtseite, die man später sieht, dass die auch dann halt eben sichtbar ist. So, das lege ich mir im Prinzip einfach so hin. Ich brauche hier eine Referenzseite, deswegen nehme ich mal einfach so ein bisschen Kreppband und klebe mittig auf die Oberseite, auf jedes Stück ein bisschen Kreppband, damit ich halt eben weiß, okay, das muss ich sehen, wenn ich was bohre, damit alles auch richtig später zusammengeht. Danach markiere ich mir die Breite meines Langloches und kann das dann halt eben an der Maschine passend zu den Anschlägen einstellen. Das mache ich schon mal immer an den Stücken, wo ich das Ganze in die Stirnholzseite bohre. Weil ich das schon alles einmal gemacht habe, habe ich jetzt auch hier schon den Anschlag. Aber darum geht es gar nicht so wirklich, sondern wie ich den Anschlag später umstelle. Hier in die Stirnholzseiten kann ich jetzt jeweils erstmal die ganzen Langlöcher bohren.
Den Anschlag verändere ich jetzt nicht, denn zwei Stücke kann ich jetzt schon mal mit diesem Anschlag an der Längsholzseite bohren und die bohre ich jetzt auch als erstes. Was kommt jetzt? Relativ simpel. Ich nehme einfach hier so einen Kantel, bei dem ich das Loch in die Stirnseite gebohrt habe und spanne das einmal wieder am Anschlag an. Jetzt kann ich nämlich einfach meinen Anschlag nehmen und spanne den auf die andere Seite und dann kann ich bei den Längsholzbohrungen einfach das Ganze nochmal wiederholen und bin so auch echt ziemlich zackig unterwegs. So sieht die Prozedur aus, wenn ich hier diesen Rahmen herstelle. Natürlich sind wir jetzt immer noch nicht am Ende. Wir müssen die beiden Rahmen miteinander verbinden. Hier muss noch eine Sprosse dazwischen kommen. Das sind jetzt alles Bohrarbeiten. Ich muss so ein bisschen jetzt mein Gehirn unter Kontrolle bekommen, dass ich da nichts vertausche. Und das sind jetzt die Arbeiten, die jetzt noch halt eben drankommen. Das wird ganz schön spannend, ob ich hier jetzt keinen Fehler einbaue. Jetzt macht das ja schon ein bisschen mehr Sinn, dass wir dieses Teil am Anfang hergestellt haben, denn das will ich hier drauf anpassen. Auszubrät. Och, Mann. Das war katastrophisch wieder hier alles. Ich habe es ein bisschen zu breit gemacht. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier diesen Rahmen schmäler schneiden. Das kommt jetzt. Das ist so ein richtig unnötiger Fehler schon wieder. Naja. Ich möchte, dass mein Träger vor meinem Ventilator hier relativ easy peasy reingeht. Deswegen werde ich an diesen Rahmen, den ich gerade hier nochmal auf die richtige Größe zugeschnitten habe, jetzt noch einen Falz fräsen. Das Gestell lassen wir noch so ein bisschen ruhen, denn jetzt kümmern wir uns als erstes um die Deckplatte. Die Deckplatte braucht nämlich auch noch ein bisschen Zeit, damit die dann trocknen kann. Und genau aus dem Grund fange ich jetzt als erstes mit der Tischplatte an. Die werde ich auch in dem Fall wieder aus Massivholz machen, weil ich mehr Massivholz als Plattenmaterial hier habe. Und Massivholz sieht auch einfach schöner aus. Thank you.
So, das Projekt ist damit jetzt für heute erstmal beendet. Übelst ärgerlich, der Holzleim. Das war der letzte Rest, den ich hatte. Und ich wusste halt nicht mehr, wie alt er ist. Aber anscheinend war er zu alt, denn hier halten halt keine Bretter zusammen. Okay, das hält jetzt zusammen. Ich zeig's euch mal. Jetzt mal so als Vergleich. Ich dreh's mal rum. Also die Bretter sind plan, ne? Mann, das ist so ärgerlich. Ich wäre so weit gekommen heute, aber anscheinend doch nicht mehr. Och, Menno. So, also ich habe es ausgespannt und das Ganze ging direkt auseinander. Das Brett ist jetzt endlich verleimt. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen, was das für eine große Katastrophe war. Also es hat jetzt beim dritten oder beim vierten Anlauf erst funktioniert. Ich hoffe, dass es gleich auf dem Langbandschleifer nicht auseinander geht. Boah, ich will gar nicht so viel dazu erzählen, weil, nee, sonst wird das Video zu lang. Jetzt geht's an den Langbandschleifer und dann schleifen wir dieses Brett hier mal. Jetzt können wir uns langsam um die Dichtigkeit kümmern und dafür habe ich mir hier so Kompriband bestellt. Ich kriege es nicht auf die Kette, das gleiche Kompriband zu bestellen. Ich habe jedes Mal andere Größen, deswegen ist das auch dieses Mal super, super klein. Sollte aber kein Problem sein. Da werden wir jetzt ein bisschen was in die Innenseiten packen und eventuell werde ich auch gleich schon mit ein bisschen Silikon alles abdichten. So, jetzt kommt hier noch die Deckplatte drauf. Alles ist geschliffen, die Arbeitsoberfläche habe ich noch einmal zusätzlich gewässert und dann nochmal geschliffen. Das ist jetzt alles fertig und jetzt kann auch schon das Finish drauf. Das ist mein Finish, verlinke ich dir wie immer unten in der Videobeschreibung. Der Motor ist angeklemmt, jetzt muss nur Strom drauf kommen und ich werde das Teil mal anmachen. Was soll ich sagen? Funktioniert richtig, richtig gut. Die Lautstärke ist auch mega gut, also solange meine Absauganlage jetzt noch nicht gut funktioniert, stört das hier auf keinen Fall, wenn ich länger mit dem Langbandschleifer oder einer anderen Maschine auf jeden Fall arbeite. Man sieht auch schön, dass die Taschenfilter hier schön aufgebläht werden. Das bedeutet, dass hier die Luft auch wirklich durchgedrückt wird. Hier davor ist es eine sehr sanfte Brise, was hier vorne rauskommt.
Also sieht wirklich echt gut aus. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist irgendwie so eine seitliche Begrenzung. Das werde ich jetzt aber hinter der Kamera machen, damit dann hier die Taschenfilter nicht nach außen rausgedrückt werden. Welche Art von Filter benutze ich hier? Ihr habt ja am Anfang gesehen, dass ich zwei Filter habe. Das ist einmal ein grober Filter, der den groben Schmutz filtert, und dann noch einmal ein feiner Filter. Der grobe Filter ist ein G4-Filter und der feine Filter ist, glaube ich, ein F9-Filter. Das ist bei diesen F-Skalen das Feinste, was so weit geht. Also F9 ist das Feinste. Da gibt es nochmal andere Klassifizierungen, aber F9 ist für meine Fälle hier vollkommen ausreichend. Man sieht jetzt noch nicht so wirklich Schmutz, der sich da drin angesammelt hat. Da werde ich ja mal dann irgendwann in ein paar Wochen schauen. Ansonsten bin ich mit diesem Teil hier wirklich mega zufrieden. Also sieht sehr schön aus. Ich habe eine mobile Werkfläche, eine schöne Höhe. Immer noch ein bisschen niedriger als meine Tischkreissäge. Das bedeutet, ich könnte das hier auch als Schiebetisch unterstützend benutzen. Wie plane ich das Ganze zu benutzen? Relativ simpel. Das Ding hier soll nicht die ganze Zeit laufen. Dafür ist es nicht gemacht. Dafür gibt es bessere Lösungen. Wenn ich aber jetzt mal die Werkstatt wirklich komplett sauber mache und das bedeutet, dass ich zum Beispiel den Boden absauge und die ganzen Maschinen reinige, dann gibt es aber immer noch einen Faktor, der mal irgendwann sauber gemacht werden muss. Und zwar ist das der ganz feine Staub, der sich halt eben oben auf den Maschinen absetzt und man da halt auch eben nicht mehr so wirklich rankommt. Dafür ist dieses Teil hier, dann ziehe ich einfach eine Atemschutzmaske an und dann kann ich die ganze Werkstatt ausblasen. Und dieses Teil hier hat hier relativ viel Luftumsatz, das bedeutet, damit kann ich auch relativ schnell, das wird sich aber dann in der Praxis zeigen, die Werkstattluft filtern, sodass der ganze feine Dreck eben aus der Luft raus ist und sich nicht wieder auf den Maschinen absetzt und dann halt eben in den Filtern drin ist. Ich muss echt sagen, ich bin mega zufrieden, wie das Ganze hier geworden ist. Ein schönes, praktisches Werkstattmöbel. Man kann es als Werkbank benutzen. Das Ganze ist mobil, man kann es gut rollen. Und vor allen Dingen ist es auch was Praktisches. Also ich finde, das Projekt hier ist auf jeden Fall gelungen. Das soll es heute gewesen sein. Auf der Seite hier findest du jetzt noch zwei andere Videos. Klick dich da doch gerne mal durch. Da gibt es noch ein bisschen anderes Zeug, was ich so die letzten Wochen und Monate gebaut habe. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.